So, da bin ich auch schon wieder. Und wir. Okay, nee. Das wollte ich jetzt Ich eigentlich habe nicht. Ihnen nie Das gedankt, da. dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Boah. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Sehr gut. Was haben wir denn Kosten? Ja, nee, ist klar. In den Kampfanzug eingearbeitete Spezialmikroprozessoren überwachen Körperfunktionen des Setzen bei Bedarf eine kleine Dosis Medigel frei, um die Heilungsprozess zu beschleunigen. Das da und das da, weil es so günstig ist. So. Müssen wir das noch gucken? Das bin ich das? Ja. Okay. Panzer-Upgrade. Ne, wo? Ah, hier. Ich krieg das Bessere. So. Und du hast gar nichts. Aber du hast was. Dann kriegst du das da. So. So, jetzt können wir uns wieder auf den Weg machen. Ich weiß zwar noch nicht wohin. Ah, eh. So. Da müssen wir lang. Oder? Und einmal auf die Karte gucken. Expatzler. Achso, das ist ein Händler. Händler, Händler. Wo ist denn? Das sind wir Rex. Gerade in C-Sicherheitsakademie befragt. C-Sicherheitsakademie. Okay, dann gehen wir mal einfach jetzt. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Boah, die Waffe jetzt weg, Alter. Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen. Zu viele Lichter, zu viele Geräusche. Wie? Alter, was machst du? Komm, geh da jetzt rein, Mann. wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Danke. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Okay. Interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Aber gut. So, wo sind wir denn jetzt? Und den Bezirken. Okay. Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielt immer erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Hm. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Oh, Alter, steck die Waffe jetzt weg. Was geht denn mit dir? Raff dich mal. Ich will erst mal gucken, ob ich wieder nach oben komme. Geht's jetzt hoch oder fahren wir jetzt wieder runter?
Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Uninteressant. Hanna-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanna nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanna-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Okay. Ich will doch einfach nur weiter. Tür auf. Danke. So, jetzt lass mal gucken. Zitadellturm, Rapidtransit. Ja, Mission. Seesicherheitsakademie. Na. Gemächer, Emporium, Bank. Da, Seesicherheit. Ach Mann. Da gehen wir jetzt noch. So. Erstmal hier raus aus dem Gedönse-Dings. Und dann da. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Wow. Wir schauen uns nochmal um. So. Gut. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und Sie verstoßen gegen... Halt die Klappe. C-Sicherheitsakademie. Sehr schön. Da gehen wir doch rein. Was ist das? Mein erster Posten beim Sicherheitsdienst war hier auf dem Präsidium. Größtenteils um Präsenz zu zeigen. Hier oben gibt es nicht viel Kriminalität. Okay. Macht nix. Und da ist auch schon unser Wegpunkt. Das finde ich sehr schön. Da gehen wir doch einfach mal rein. Da. Wunderbar. Dann suchen wir mal Rex. Der muss doch hier irgendwo auch rumlatschen. Wow. Was bist du? Freundlich begrüßen. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Elkor. Okay. Codex. So, wir haben XP bekommen. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich und toller. Und nochmal XP. Finde ich gut. Für nix quasi, ne? Ich glaube, hier sind wir falsch. Dann geht's bloß noch da lang. Mal hier rein. Noch mehr Computer. Commander Shepard, okay. Ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig, immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Wir lauschen mal dem Gespräch einfach mal ein bisschen Hintergrundgeschichte, wa? Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Ich werde dann gehen. Ich glaube nicht, dass der Informationen hat für mich. Für uns.
Ah, hier, Computer. Hoppala. Diplomatische Warnung. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedenen Empfängern extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Meine biotische Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich uns im Hawkwing Eta Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Whatever. Nee. Gut. Nee, da lang. So, dann gehen wir mal da rein. Versuchen, da irgendwelche Informationen zu bekommen. Was für ein seltsamer Ort. Nein. Was wollen Sie? Ah, ja. Oh, Commander. Ja, wollte ich gerade dir machen. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Pass auf, Freundchen. Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Asari-Konsortin sagen? Sie ist eine Asari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Okay. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Okay. Das will ich aber noch gar nicht machen. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Bla bla. Hallo Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Irgendwie ist das alles nicht das, was ich wollte. Ich dachte, ich bin in der Sicherheitszentrale. Botschafterlounge. Aber irgendwo muss doch... Finden Sie es nicht auch furchtbar aufregend hier? Es gibt ja so viel zu sehen und zu erleben. Es ist sehr friedlich hier. Ja. Friedlich ist immer gut. Verdammt, wo ist denn der... Rex, blablabla, wird in der C-Sicherheitsakademie befragt. Hauptquartier C-Sicherheit. Bin ich doch falsch. Jetzt muss ich doch nochmal hier rein. Shepard, was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von der Zitadellsicherheit. Die Zitadellsicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell...